Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das hier ist der Xiaomi Mi G10, ein Akkustaubsauger und auch der Nachfolger, kann man so sagen, vom Mi G9. Den habe ich hier auf dem Kanal schon getestet. Sieht wirklich auf den ersten Blick komplett gleich aus. Da muss man wirklich genau hingucken, was da die Unterschiede sind. In diesem Video wollen wir uns hier gleich erstmal das Gerät im Detail anschauen, schauen uns an, was hier eigentlich die Bedienelemente sind, was ist im Lieferumfang und so weiter, alles dabei. Natürlich auch nochmal ein kleines bisschen drüber reden, was die Unterschiede zum G9 sind. Die Reinigungsleistung ist natürlich das Allerwichtigste. Denkt daran, wenn euch Akkusauger generell interessieren, dann schaut mal auf unserem Blog vorbei, da findet ihr den Akkusauger Finder. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da haben wir dann alle unsere getesteten Geräte und noch viele mehr aufgeführt und die könnt ihr dann filtern, miteinander vergleichen und einfach schauen, was das beste Gerät für euch ist. Ja, ich denke, so viel erstmal zur Einleitung und dann fangen wir jetzt erstmal mit den technischen Daten an. Der Xiaomi Mi G10 hat eine UVP von 349 Euro, er ist aber meist schon für um die 200 Euro erhältlich. Er wiegt 2,7 Kilo und ist 128,6 cm hoch. Die Saugleistung liegt bei 25.000 Pascal. Er besitzt drei Saugstufen und der Staubbehälter fast 600 ml. Der Akku hat eine Kapazität von 3000 mAh, was für eine Reinigungszeit von bis zu 65 Minuten auslangt. Das Gerät besitzt auch einen Wechselakku, im Lieferumfang ist aber nur einer enthalten. Die Power-Taste ist feststellbar, es gibt keine LEDs an der Hauptbürste und die Besonderheit ist das Farbdisplay. So, dann gehen wir hier mal eben alles kurz zusammen durch. Ihr habt eine Ladestation, die ihr an die Wand anbringen könnt und da wird er dann automatisch auch drin geladen, indem ihr den hier einfach so reinhängt. Und dann habt ihr so die wichtigsten Aufsätze, eine Fugendüse, hier so eine 2-in-1 Düse, eine Milbenbürste. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Es gibt noch viele Sauger, die haben noch ganze Menge andere Aufsätze, aber ich finde, das sind so die, die man auch wirklich mal verwendet. Dann habt ihr nur eine einzige Bodendüse, Hauptbürste, also nur eine mit so einer Kombirolle. Und ja, das Einzige, was mir hier, also was heißt, nein, nicht das Einzige, hier gibt es keine LEDs vorne dran. Das finde ich immer schade, weil das finde ich eigentlich cool. Und ihr seht, so könnt ihr die Flexibilität einstellen, so auch, aber ihr habt kein Kugelgelenk, um es nochmal zur Seite zu drehen. Da zeige ich dann später nochmal was, wenn ich zur Handhabung im Alltag komme. Ihr habt halt hier so einen Wischaufsatz, den gibt es beim Mi G10, beim G9 gibt es den nicht. Da ist Mikrofasertuch drauf und hier oben kann Wasser reingefüllt werden. Das kann man dann einfach hier vorne so hinterklacken und dann kann man einfach, während man saugt, auch einfach so ein bisschen wischen. Ist natürlich nicht dafür geeignet, irgendwie Flüssigkeiten aufzusaugen, sondern einfach ein bisschen vielleicht einen festgetrockneten Kaffee oder so wegzuwischen. Das funktioniert auch gut. Hier ist so ein On-Off-Schalter, da könnt ihr dann sagen, dass da kein Wasser mehr durchkommen soll. Falls das ein bisschen länger auf dem Boden steht, ist das ganz cool. Und dann optional zeige ich euch einfach nur mal hier, um auch gleichzeitig zu zeigen, dass hier halt diese Geräte der G10 und auch der G9, der hier hinter mir steht, sehr gleich sind. Das hier ist so ein Zusatzakku, da steht auch drauf für G10 und G9. Und gleichzeitig mit diesem Zusatzakku ist das halt hier so eine Basis, so eine kleine Ladestation, wo man dann den Akku separat einfach nochmal nebenher laden kann, dass der halt immer gleichzeitig aufgeladen wird. Muss man aber halt separat dazu kaufen. Ansonsten das Handteil hier, das sieht genauso aus wie beim G9, es hat aber Unterschiede. Generell habt ihr hier halt einen Wechselakku. Der Wechselakku ist größer, also die Kapazität ist größer als beim G9, das heißt, er kann halt ein bisschen länger reinigen. Ansonsten habt ihr halt hier jetzt auf der Rückseite ein Display, das gibt es auch beim G9 nicht. Einfach mal nicht nur drüber reden, auch mal zeigen. So, ihr seht halt hier habt ihr halt hier nur den Schalter, um die Stufen durchzuschalten. Das gibt es halt sonst hier nicht. Und das sieht dann halt so aus. Ich versuche mal, dass hier nicht die Lampen reinblenden. So könnt ihr halt hier die Stufen durchschalten. Und mit dieser anderen Taste könnt ihr halt sagen, entweder soll die Power-Taste die ganze Zeit durchgehend saugen. Ich muss gerade gucken. Also jetzt, wenn ihr loslasst, hört er auf. Und wenn ich dann nochmal hier drücke, dann ist diese Taste halt arretiert. Ansonsten ganz normal hier unten wird der Staub ausgeleert. Also das ist alles jetzt nichts ultra Besonderes. Ihr könnt aber den ganzen Part hier auch nochmal so abnehmen und da oben auch nochmal diesen Filter rausnehmen. Zu der Filterleistung komme ich aber später auch nochmal. Also so generell ist das der Aufbau. Unterschied, ja, hier jetzt halt ein Display, ein paar technische Änderungen. Wischaufsatz gibt es halt beim G9 nicht. Ansonsten ist das Gerät schon echt ähnlich. Das seht ihr aber auch gleich, wenn wir zur Reinigungsleistung kommen. Das Wichtige, denke ich mal, habe ich euch jetzt gezeigt.
und dann schauen wir doch auch mal, wie gut jetzt hier der Mi G10 reinigt. So, dann kommen wir zur Reinigungsleistung und bevor ich damit starte, einfach nochmal der Hinweis für den Akkusaugerfinder. Da kommen die gesamten Ergebnisse, die wir hier in Tests ermittelt haben, rein. Das heißt, ihr könnt da genau vergleichen, welches Gerät hat auf Teppich und auf Hartboden was aufgenommen, wo sind da halt also die Stärken und die Schwächen. All das findet ihr im Akkusaugerfinder, da könnt ihr also schauen. Link ist in der Videobeschreibung. Ich fange hier jetzt am Anfang einfach erstmal ganz normal mit den Daten an. Nutze dazu selber auch den Finder, damit ich mir diese ganzen Kommazahlen nicht merken kann. Auf dem Hartboden hat der Mi G10 hier 99,15 Gramm aufgenommen. Sehr guter Wert, aber klar, auf dem Hartboden nehmen die meisten Geräte solche Werte auf. Es gibt allerdings Unterschiede in puncto, wie wird dieser Wert aufgenommen. Ich reinige immer genau eine Minute den Schmutz, den ich dahin werfe, der auch halt immer in der gleichen Mischung da ist, 100 Gramm. Und ja, da ist es dann halt eben so, manche Sauger gehen darüber und lassen ein bisschen was über, muss man noch ein paar Mal zurücknehmen, im Endeffekt alles auf. Aber hier nimmt er tatsächlich das meiste echt direkt beim ersten Mal auf und hat auch nicht die Probleme, was manche Sauger haben, dass er irgendwie durch diese großen Späne irgendwie verstopfen würde. Also 99,15 Gramm, gutes Ergebnis auf dem Hartboden. Auf dem Teppich waren es 61,40 Gramm und auch das ist ein richtig guter Wert. Ab 60 Gramm, sage ich, sind die Geräte einfach gut. Das sind so die durchschnittlich guten. Es geht auch noch höher bis 70, 80 Gramm, aber 60 Gramm ist ein wirklich ordentlicher Wert, weil das halt auch wirklich schwer ist auf diesem hochflorigen Teppich, wo ich das dahin schmeiße. Also ein guter Wert, das heißt, das Gerät ist für Hartboden und für Teppich wirklich zu empfehlen. Einfach mal, um den Vergleich hier wieder anzubringen, 99,15 Gramm auf Hartboden, beim G9 waren es 99,34 Gramm und 61,4 Gramm auf dem Teppich, 61,16 waren es beim G9, das heißt, die Reinigungsergebnisse können sich bei beiden Geräten einfach komplett miteinander vergleichen, da merkt man, wie ähnlich sich die Geräte sind. Die Handhabung ist auch sehr schön, also das Gerät lässt sich sehr schön führen, ist sehr angenehm in der, wie es über den Boden gleitet. Bei der Flexibilität ist es auch so, dass ihr schön weit runterkommt, um unter Möbeln zu reinigen. Allerdings habe ich ja eben schon angesprochen, habt ihr hier gerade an dieser Hauptbürste vorne nicht die Möglichkeit, nochmal irgendwie so zu drehen, weil dadurch hat man dann nochmal ein bisschen eine flachere Reinigung. Das haben einige Geräte, hier gibt es das halt eben nicht. Ich habe auch diese Wischfunktion hier mal ausprobiert. Wie gesagt, es ist nichts wie bei so einem Wischsauger, die wir ja auch auf dem Kanal schon viel getestet haben. Flüssigkeiten könnt ihr damit nicht aufsaugen. Aber um mal eben schnell, wenn hier irgendwie der Hund durchgelaufen ist mit matschigen Pfoten und irgendwas ist festgetrocknet, dann kann man das hiermit wirklich eben schnell schön einfach mal hinterklacken und dann damit rübergehen und das wird schön aufgenommen. Also auch ein praktisches Zubehör. Kommen wir mal zum Filtertest. Den Filtertest teste ich mit meiner Nebelmaschine. Wie genau ihr diesen Test nehmen müsst, der ist einfach mal nochmal ein Artikel in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr lesen, wo ich darauf achte oder wie der Test aufgebaut ist. Hier ist es eben so, ich gehe mal auf die höchste Stufe und dann sauge ich vorne halt diese Nebelpartikel auf, die hier rauskommen und entweder kommt hier hinten, da wo die Luft wieder rauskommt, was raus oder nicht. Hier muss ich sagen, auf dem Video, glaube ich, sieht man das gar nicht so richtig, denn ich musste auch meinen Kopf sehr zur Seite drehen, um überhaupt zu sehen, ob da was rauskommt oder nicht, aber es kommt von dem Nebel halt hier wieder was raus. Nicht so richtig extrem doll, aber es kommt was durch. Das heißt, der Test ist in dem Sinne, so wie ich ihn dann halt mache, halt nicht so richtig bestanden. Also es gibt welche, die ballern da komplett den Nebel durch. Hier wird schon was abgehalten, aber es gibt halt auch Geräte, die halten den kompletten Nebel auf und das macht er hier halt nicht. Okay, so, ich denke mal, das sind so die wichtigsten Dinge, über die ich jetzt hier bei der Reinigungsleistung spreche. Ach so, ja, genau, noch eine Sache, die ich ja mittlerweile mitmache, ist, dass ich die angegebene Saugleistung auch nochmal gegenchecke. Habe ich mir ein Gerät für geholt, um das halt zu prüfen. Hier hat bisher, ich mache das noch nicht so lange, ist jetzt, glaube ich, erst der vierte oder fünfte Akkusauger, bei dem ich das gegenprüfe, mache ich immer vorne diese Fugendüse ran, klebt das alles ab, sodass da quasi alles abgedichtet ist und dann sauge ich. Und hier hat er etwas mehr als 24.000 Pascal tatsächlich mit 25.000 her angegeben, also wirklich sehr nah dran. Dann riegelt auch er ab, weil die meisten Sauger haben halt so eine Funktion, dass wenn sie merken, okay, das ist vorne zu viel Widerstand, dann hören sie auf, weil sie denken, sind verstopft. Aber 24.200 waren es, glaube ich. Also die Saugleistung, die da angegeben ist, die kommt hier auch bei rum, was für die guten Ergebnisse in der Reinigung spricht. Okay, so viel dann zur Reinigungsleistung. Kommen wir zum Fazit.
Ja, wie schon den Xiaomi Mi G9 kann ich auch wirklich den G10 empfehlen, denn hier hat man ein sehr stimmiges Paket. Hier passt einfach der Preis zum Zubehör und der Leistung des Geräts. Das heißt, für um die 200 Euro, das kostet er halt einfach meistens, von der UVP abgesehen, bekommt man hier ein schönes Zubehör, ein sehr schönes Gerät, was sich sehr angenehm führen lässt, was eine gute Reinigung hat auf Teppich und auf Hartboden. Einziger Kritikpunkt ist hier meiner Meinung nach Filtertest. Da haben einfach andere Geräte besser abgeschnitten, sogar ein paar günstigere. Seid ihr Allergiker, würde ich dann halt einfach nochmal schauen. Aber ansonsten wirklich sehr schön. Im Vergleich zum G9, wenn ihr ein bisschen weniger Geld ausgeben möchtet, den gab es auch schon so für um die 160 Euro. Da habt ihr dann von der Leistung her, ne, von der reinen Saugleistung her das Gleiche. Hier habt ihr dann halt noch ein schönes Display mit dabei, habt diese Wischfunktion, generell ein paar technische Daten. Das heißt, der Akku wird hier ein bisschen länger halten. Aber ansonsten sind die Geräte wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber insgesamt gefällt er mir wirklich sehr gut. Denkt nochmal dran, Akkusaugerfinder ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann den Xiaomi Mi G10 auch mit anderen vergleichen, die wir hier schon auf dem Kanal getestet haben, könnt dann einfach gucken, Filter setzen, wie viel wollt ihr maximal ausgeben, welches Zubehör soll dabei sein und so weiter und so fort. Akkusaugerfinder in der Videobeschreibung. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, ansonsten gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Facebook Akkusauger-Gruppe. Da findet ihr dann auch noch Gleichgesinnte, die sich über das Thema Akkusauge unterhalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.